Zitat aus einem UNESCO-Bericht. Antike Städte sind für ein bestimmtes Mikroklima gebaut und werden durch den Klimawandel bedroht. In Thailand zum Beispiel sind die beiden Städte Ayutthaya und Sukhothai in den letzten Jahren durch mehrere Überschwemmungen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das speziell Tragische bei diesen Fällen, man hat diese Städte nur wenige Jahre zuvor aufwendigst renoviert und hat dabei historisch korrekt original Tonsteine verwendet. Und nun verträgt sich ein Tonstein natürlich schlecht mit Wasser, er zerbröselt ganz einfach. Und so bringt die aufsteigende Nässe diese wertvollen, unersetzlichen Gebäude ernsthaft ins Wanken. Und jede weitere Flut verstärkt diesen Zerfall. Wer früher Sukhothai besuchte, fand diesen Ort, die größte Tempelstadt der Welt, überwuchert vom Dschungel im Zentrum Thailands. Fand also wenig von der Morgenröte der Glückseligkeit. Zweieinhalb Quadratkilometer groß war allein die Tempelstadt innerhalb der Mauer. Der Wat Mahathat hier, der Haupttempel, war 240 Meter lang und 280 Meter breit. Heute sind die Anlagen liebevoll restauriert. Heilige Orte, dem Vergessen entrissen. Für alle Welt sichtbar haben die Tempel dem thailändischen Volk eine neue und gleichzeitig uralte Identität gegeben, so der thailändische König. Keine Kultur kann ohne den Respekt vor ihren Ursprüngen überleben. Und so ist es das Verdienst des Königs und der Völkergemeinschaft der UNESCO, dass sie Sukhothai den Rang eines Welterbes gegeben haben. Die Dekorationen und Skulpturen sind zerstört, nicht die Idee. Vielleicht ist Buddha die wichtigste Idee für dieses Land. Jeder kann sich mit ihm identifizieren. Bisweilen ist er der Große, 14 Meter hoch, wie am Wat Chang Chom zu Beginn des Films. Immer ist er die Ruhe selbst. Er bringt uns bei, dass selbst die Weisheit wenig bedeutet. Die Erleuchtung ist das Ziel. Dies die Botschaft der Steine. Die Mönche gehören in Thailand zum Dorf und zum Tempel, zum Heiligtum und zur großen Stadt. Fast alle jungen Männer tragen für eine Woche oder ein Vierteljahr das orangefarbene Kleid der Mönche. Sukhothai ist auch berühmt, weil Buddha-Statuen und Bilder bewegter wurden. Buddha sitzt, ruht, steht. Dieser stehende Buddha, ein Attarot, ist 7 Meter hoch. Der Tempel, der Wat, ist die ganze Anlage, nicht etwa eine große Halle, eine Kirche oder ein Dom, wie in der westlichen Welt. Der Wat Mahathat hatte weit über 200 Chedis, Türme, in denen Reliquien aufbewahrt wurden. Der Hauptchedi war reich geschmückt. Der Name Wat Mahathat verweist auf eine Reliquie Buddhas. Buddhas Bild vereint Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Seine Schönheit ist einfach da, ohne Zweck.
Selbst das sonst so kalte Blau im Stein, dem metallreichen Laterit, strahlt Wärme aus und umarmt den Pilger. Es gibt nur noch wenige Heiligtümer mit dem Stuck und den Dekorationen der frühen Zeit. Das Relief mit Buddhas Schülern ist nahezu vollständig erhalten, wenn auch an manchen Stellen verwittert, bis hin zu abstrakter Schönheit. Kunst, Material und Natur scheinen sich einer höheren Einsicht untergeordnet zu haben. Harmonie, Ordnung und Erleuchtung, das sind die Schlüssel zum wirklichen Land des Lächelns. Diese universale Idee spiegelt sich auch in den Gesichtern der Menschen heute. Königreich Sukhothai gehörten noch die Tempelstädte von Sri Satchanalai, 80 Kilometer nördlich, und von Kampeng Phet, rund 100 Kilometer südlich. Die UNESCO hat alle drei Orte zum Welterbe von Sukhothai erklärt. Elefanten symbolisieren die gewaltfreie Kultur, die Macht der weisen Herrscher. Deshalb schmücken ihre Statuen und Bilder Tempel, Paläste und heilige Orte. Dies ist der Wachang Lom, ein Tempel im Zentrum von Sri Satchanalai. Die Namen der Tempel scheinen geheimnisvoll. Dabei ist der Sinn so einfach. Der Wachang Lom ist der Tempel von Elefanten umgeben. Die Steine sind verletzt, die Dekorationen beschädigt, die Reliefs zerstört. Als man vor rund 50 Jahren begonnen hatte, die Steinhaufen und Ruinen dem Dschungel zu entreißen, entstanden gepflegte Parklandschaften als Zeugen der großen Geschichte Siams, wie dieses Land im Herzen Hinterindiens noch im Mittelalter hieß. Ein Land, das offen war für die Kulturen der Nachbarn. Buddha, geborgen und beschützt von der Nagerschlange. Diebe haben einst Buddhas Kopf abgeschlagen. Welcher Widerspruch! Buddhas Bild zu stehlen, um es zu besitzen. Ihm zu folgen heißt loslassen, frei werden für die Erleuchtung.
Die gleichen Bilder 180 Kilometer südlich in Kampeng Phet. Sie sind die eigentlichen Wahrzeichen der großen Tempelstadt. Und natürlich der ruhende Buddha. Die Augen der wachenden Buddhas erzählen, dass hier vielleicht ein chinesischer Künstler am Berg war. So wie die maiskolbenförmigen Türme, die Prangs, den Khmer-Ursprung belegen. Die glockenförmigen Chedis hingegen weisen auf Einflüsse des alten Ceylon hin. Das Motiv der Naga-Schlange hat seinen Ursprung in Indien. Die Buddhas schließlich mit ihren lebendigen Körpern und dem hohen Kopfschmuck gehören ganz und gar zur Tradition von Sukhothai. Wie in Sukhothai und Sri Sathyanalaya gab es auch außerhalb der Stadtmauern von Kampeng Phet große Kloster- und Tempelanlagen. Hier die vor 500 Jahren errichteten Waldklöster, ein wenig versteckt gelegen und ohne die Ästhetik der gepflegten Parks. Sukhothai ist mit seinen weit gestreuten Tempelanlagen ein Ort der Stille. Jeder Besucher sollte hier unter den unzähligen Statuen und Bildern seinen Buddha finden. Vielleicht trägt er dann im Herzen, was die Welt des Geldes und der Macht erstickt. Eine Erinnerung an die Erleuchtung, an Sukhothai, die Morgenröte der Glückseligkeit.